schönen Gruß, lieber Martin, nach Graz. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir heute nachmittags ein Gespräch zu führen. 1,5 Stunden oder 1 Stunde, wie es uns passt. Du, immer gern. Schade, dass wir nicht bei einem Kaffee beieinander sitzen. Also schade, dass du nicht vis-à-vis bei mir bist, sondern dass wir nur das online machen können. Aber nichtsdestotrotz wird es sicher sehr spannend werden. Vielleicht kannst du dich noch da erinnern, dass du für uns, als wir in Vorarlberg diese Public Health Ausbildung gemacht hast, mit uns in Brixen damals eine Fortbildung geleitet und auch gemacht hast. Nun, gleichzeitig möchte ich die Zuhörer auch grüßen, die auf Facebook mithören, und sie werden und können uns auch ihre Ideen oder ihre Fragen zuschicken, die ich dann einbringe und dir sie vortragen möchte. Du bist in Südtirol bekannt. Ja. Alle deine Medienauftritte in der österreichischen Fernsehen, das wirst du sehr genau verfolgen. Ja, ich verfolge eher die Tourenbedingungen in Südtirol. Zudem hast du ja, glaube ich, im Oktober ein Interview gegeben im Rai, in Sender Boss Morgenmagazin. Ja, kann mich schon fast noch mal erinnern. Ich hoffe, ich habe keinen Blödsinn geredet. Nein. Du leitest dann auch das Public Health Master Ausbildungslehrgang an der Uni in Graz. Und seit 2016 bist du Vorstandsmitglied des österreichischen Forums für Primärversorgung im Gesundheitswesen. Genau. Dein Tagebuch, das Corona-Rätsel-Tagebuch einer Pandemie, haben wir alle gelesen, muss ich auch sagen. Sehr spannend. Und da bezeichnest du richtig minutiös die Beobachtung des Shutdowns und die 4 Wochen, in der du als Mitglied in der Taskforce beim Bundeskanzler und dem Gesundheitsministerium tätig warst. Ja, im Beirat vom Gesundheitsministerium. Ah, und im Beirat. Im Kanzleramt nichts zu tun gehabt, aber er war zweimal anwesend. Okay, gut. Ja. Gleichzeitig möchte ich auch ein Buch erwähnen, und das habe ich auch gelesen, Wir denken Gesundheit neu. Das gefällt mir. Sehr, sehr gut geschrieben. Ja, es ist in relativ kurzer Zeit entstanden, aber es waren über 30 gute Leute dabei. Und ja, sehr gut, ja. Ein Kapitel finde ich auch. Also. Ja, sehr gut. Das möchte ich gerne ein bisschen unseren Politikern auf den Tisch legen. Sie sollen es mal durchlesen. Vielleicht denken sie ja das anders. Nun, meine Fragen an dich. Erste Frage, wie siehst du, also ich habe das Gefühl, dass die Pandemie weitgehend von den Virologen dominiert wird und nicht so sehr von den Gesundheitswissenschaften, dass du ja vertrittst dieses Fach. Wie siehst du den Stellenwert jetzt in der Pandemiebeobachtung von Seiten der Gesundheitswissenschaften, dass es eine ganzheitliche Betrachtungsweise notwendig wäre, die dann auch in die Diskussion mit den Politikern einfließen müsste? Ich glaube, es ist vielleicht eher ein guter Start, weil dann kann ich mal ganz kurz erklären, was ist das eigentlich, eine gesundheitswissenschaftliche Perspektive oder Public Health Perspektive? Damit das irgendwie allen klar ist, weil ich habe so das Gefühl gehabt, das hat am Anfang zu vielen Missverständnissen geführt. Eine Public Health Perspektive ist nichts anderes. Eine Public Health ist eine Multidisziplin. Also das verschränkt mehrere Disziplinen, also sowohl die Medizinwissenschaften als auch die Pflegewissenschaften, Sportwissenschaften, aber eben auch Gesundheitsökonomie, aber viel auch Sozialwissenschaften, aber auch Epidemiologie und Biostatistik als Methoden. Es ist ein systemischer Blick auf das Geschehen, auch auf das Gesundheitswesen. Es geht also sehr viel um Gesundheit und Gesundheitsförderung und Prävention. Es geht aber auch um Krankenversorgung. Aber auch eine Pandemie wird von an mit einer Public Health-Brille, ja, als immer als gesamtgesellschaftliches Ereignis gesehen. Und es ist ja auch so. Eine Pandemie betrifft das ungeborene Kind genauso wie einen sterbenden Menschen auf einer Palliativstation. Und das ist auch der Blick, den ich aufs Geschehen habe als Gesundheitswissenschaftler. Aber man muss auch immer dazu sagen, und das ist mir schon auch wichtig, das ist eine mögliche Perspektive aufs Geschehen. Du kannst es auch als Intensivmedizinerin betrachten, das sind andere Dinge wichtig, als Virologe sind andere Dinge wichtig, als Unternehmer, als alleinerziehende Mutter. Also jeder hat ja irgendwie seine eigene Perspektive, und auch die Wissenschaften, Sozial- und Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften haben ja unterschiedliche Sichtweisen. Die Gesundheitswissenschaften sind meiner Meinung nach relativ nahe an dem, was eigentlich eine gesundheitspolitische Perspektive sein sollte. Ja, also das ist, sehen wir zumindest so. Ob die Politik das auch so sieht oder die Gesundheit- und Sozialpolitik, das ist immer die andere Frage. Aber da würde ich kurz deswegen auch unterbrechen. Glaubst du deswegen auch, dass die skandinavischen Länder anders handeln als wir? Weil in den skandinavischen Ländern doch diese gesundheitswissenschaftlichen Perspektive stärker ausgebildet ist als im mitteleuropäischen Land. Also das Letztere würde ich bestätigen,
also Public Health oder Gesundheitswissenschaften haben dort eine längere Tradition. Ein Landesinstitut in Oslo für Public Health hat 1500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Norwegen. In allen skandinavischen Ländern gibt es das nicht seit Jahrzehnten, sondern man muss schon sagen, seit 100 Jahren, also schon auch in englischsprachigen Ländern. Es ist aber keine Garantie. Ja, also wie man sieht, also Großbritannien hat auch eine Public Health Tradition und die haben auch sehr, sehr gute Public Health Leute. Also du siehst, es ist keine Garantie, dass du gut durch die Pandemie kommst, nur weil du viele Institute für Public Health hast. Ja, ja nicht, du kommst ja gut durch die Pandemie, aber die Sichtweise ist ein bisschen anders. Ist die Frage dieses Lockdowns, was die Schweden, der schwedische Weg sagt, ich mache nicht so einen dringenden, so einen aggressiven Lockdown, die teilweise mir im mitteleuropäischen Land und so lang ziehen, anders als wie in Schweden. Die Schweden haben das doch etwas anders gezogen, auch die Schweiz, wobei in der Schweiz auch Public Health mehr im Vordergrund ist, als wie zum Beispiel in Österreich, aber auch in Italien. Ja, ja, das stimmt. Also die Schweiz hat jetzt eine etwas längere Tradition, was das Thema Public Health betrifft, wobei man auch wieder dazu sagen muss, also mit dem Thema öffentliche Gesundheit beschäftigen sich natürlich auch andere Institutionen. Also bei uns heißen sie in Landessanitätsdirektionen. Ja. Ich glaube, das ist in Südtirol ähnlich. Der Name allein sagt schon, dass das ein relativ altes, ein alter Name ist, das sich, also wir sagen immer, das ist Old Public Health, ja, und reden dann immer von Old und New Public Health. Aber wie auch immer, skandinavische Länder sieht man, stimmt, die Behörden haben sehr viel Public Health Kompetenz, auch die Politik hat sich dort etwas zurückgehalten und eher den Behörden und den Public Health Expertinnen und Experten die Bühne überlassen. Aber sie haben sich zum Teil auch für unterschiedliche Strategien entschieden. Also die schwedische Public Health Strategie unterscheidet sich schon der von der finnischen, norwegischen, dänischen, isländischen. Was sie eint wiederum, ist das Bestreben nach einer Wissensbasierung und das Bestreben auch sehr transparent zu kommunizieren, warum etwas passiert. Also die norwegischen Behörden versuchen der Bevölkerung genau zu erklären, warum machen wir das. Ja? Und das ist, glaube ich, etwas, was man gut lernen kann. Und vielleicht noch ein Satz zu Skandinavien, weil ich den sehr beeindruckend finde, nach einem Jahr Pandemie, ist alle skandinavischen Länder, unabhängig von der gewählten Strategie, haben es geschafft, das Vertrauen der Bevölkerung in die Behörden und in die Politik sehr hoch zu halten. Aber kann ich dich fragen, ist das nicht auch ein Fehler, den wir machen? Denn die Kommunikation nach außen machen ja bei uns weitgehend nur die Politiker. Und ich sehe selten, dass, wenn der Politiker auftritt, neben ihm ein Wissenschaftler oder Public Health oder wer immer sitzt, außer ich meine, beim Robert-Koch-Institut sehe ich dann schon, wenn dort der Bundesminister für Gesundheit auftritt, dann ist er teilweise dabei. Aber wenn man Schweden anschaut, dann redet meistens haben den Deppschnell gesehen, reden oder irgendwas anderes und der informiert die Leute. Und damit geht die Diskussion eher in die Richtung wissensbasiert, denn das kann der Politiker ja im Grunde ja nicht. Ja, ja, aber das ist in Norwegen und in Finnland auch nicht anders, nur haben wir dort den Scheinwerfer nicht drauf gerichtet. Wobei wir könnten auch von Norwegen und Finnland sehr, sehr viel lernen und ich weiß auch nicht, warum man nicht mehr diese Länder thematisiert. Ja? Auch Dänemark kann man viel, viel lernen. Aber die, also ich glaube, es ist ein Riesenfehler gewesen, das Krankheitsgeschehen so zu politisieren. Also eine Politisierung eines Krankheitsgeschehens ist immer ein Nachteil. Ja? Und ich habe mit Rolf Rosenbrock geredet, der war damals also einer der führenden Public Health Leute im deutschsprachigen Raum oder Gesundheitswissenschaftler, ist jetzt emeritiert, immer noch Vorsitzender der Paritätischen Wohlfahrtskommission, glaube ich, so heißt es. Und in Deutschland, also der kennt sich wirklich gut aus. Und der war damals bei HIV-AIDS einer der führenden Vertreter. Und er hat gesagt, nicht einmal damals kam es so zu einer Politisierung eines Erkrankungsgeschehens, obwohl HIV-AIDS damals auch unglaublich politisch war. Ja. Aber also die Corona-Pandemie schlägt das noch einmal. Ja. Und das ist nie gut, weil Politisierung des Erkrankungsgeschehens heißt immer, dass du dann auch polarisierst, spaltest. Das ist in einer Pandemie, wo es eher um eine gesamtgesellschaftliche auch Anstrengung geht. Ja, wir müssen das ja als Kollektiv schaffen, nicht als, wenn die Regierung kann schon wollen. Ja. Wissenschaftler können auch wollen. Letztendlich ist es eine kollektive Anstrengung. Und das bedarf einfach auch der richtigen Botschaften, das bedarf von Vertrauen und das bedarf sozusagen auch allen möglichen Dingen, also gute Ziele, gute Strategien, gute Maßnahmen. Ja. Ja, deswegen ja, nochmal, wie du gesagt, diese Politisierung, ich zitiere dich, deutsch geschrieben, die Politisierung eines Erkrankungsgeschehens führt zu unreflektierten Aktionismus. Ja, man sieht es ja überall. Ja. Und es führt interessanterweise nicht nur zu dem, sondern es führt auch zu Intransparenz und Message-Control, weil die Regierung, wenn du ein Geschehen politisierst, dann wirst du natürlich auch die Geschichte so erzählen, wie
du die Geschichte erzählen willst. Also du bist ja der Weiße. Darf ich dich noch, weil du hast dann weiter gesagt, Medizin, oder geschrieben, medizinisch-diagnostische Standards werden ebenso verletzt wie das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Und gehen wir mal auf die Verhältnismäßigkeit. Ja. Sind diese Maßnahmen, die wir jetzt setzen, vielleicht sind sie notwendig gewesen, aber da kannst du genau eingehen bei der ersten Welle, sind diese Maßnahmen, die wir jetzt setzen, wirklich verhältnismäßig oder überschreiten wir da eine rote Linie? Also Verhältnismäßigkeit, da muss man erklären, was bedeutet das. Ja? Mhm. Also auf einer Behandlungsebene, die ja alle kennen, muss der Nutzen einer Therapie oder Intervention immer größer sein als der Schaden. Also die Wirkung muss größer sein als die Nebenwirkung. Auch bei einer Therapie, wo wir alle wissen, dass sie Nebenwirkungen hat, wie zum Beispiel einer Chemotherapie. Es muss trotzdem, eigentlich muss man sicher sein, dass der Nutzen größer ist als der Schaden oder die Wirkung größer als die Nebenwirkung, sonst darf ich eigentlich die Therapie nicht machen, auch den Eingriff nicht machen, sonst darf ich nicht operieren oder... Das ist einfach ein Prinzip und das ist das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Und ich muss es der betroffenen Person auch kommunizieren. Also ich muss das in einem informierten Entscheidungsfindungsprozess auch gemeinsam besprochen haben. Und nichts anderes gilt auf einer gesellschaftlichen Ebene. Der Rudolf Virchow, auch ein ganz berühmter, hat gesagt, Politik ist nichts anderes als Medizin im Großen. Und damit hat er recht. Ja, er hat recht. Und also auch die Verhältnisse muss auch im Großen gewährleistet sein. Und es ist sozusagen eh nicht einfach, ja, aber wenn ich in einer Pandemie Maßnahmen treffe, dann muss auch da die erwünschte Wirkung muss garantiert größer sein als die unerwünschten Wirkungen. Und die unerwünschten Wirkungen müssen in einem akzeptablen Bereich bleiben. Das musst du gewährleisten. Und das Instrument dafür sind sogenannte Gesundheitsfolgenabschätzungen. Ja. Das ist das Instrument, findet sich auf schöne Beschreibung auf der Seite unseres Bundesministeriums für Gesundheit und Soziales. Aber wir haben das Instrument nie angewendet. Also wir haben uns eigentlich nie bemüht, es zu tun. Und es ist egal, ob es jetzt um so Themen geht wie Maßnahmen im Bildungsbereich oder andere Maßnahmen. Du musst eben immer schauen, was für Wirkung erziele ich damit, im besten Fall. Also ich kann ja unterschiedliche Szenarien, Best Case, Worst Case, Middle Case, was da immer, aufs Infektionsgeschehen. Ja, deswegen mache ich es ja. Ich will ja irgendwas eindämmen oder jemanden schützen oder keine Ahnung. Ja. Ja. Und da muss ich mir mal sehen, was für Nebenwirkungen generiere ich damit? Also Unter- und Fehlversorgung von anderen Erkrankungen, Auswirkungen auf Bildungsdefizite, auf Arbeitsplatz und solche Dinge. Weil das muss uns schon bewusst sein. Ja? Arbeitslosigkeit oder allein die Bedrohung durch Arbeitslosigkeit ist ein hohes Gesundheitsrisiko. Und zwar enorm. Ja? Und wenn ich Bildungsdefizite generiere, das ist etwas, was manche Leute in ihrem ganzen Leben nie mehr aufholen können. Und das wirkt sich auch wieder auf die Gesundheit aus. Und psychosoziale Ängste oder was psychosoziale Dinge oder Ängste wirken sich auf Gesundheit aus. Also so, und jetzt Gesundheitsfolgenabschätzung versucht, das mit einer sehr stringenten Methodik abzuschätzen, das ist, glaube ich, ein wichtiges Wort, abzuschätzen, wie kommt der Ansatz noch, abzuschätzen und dann ja nicht Politik zu machen, sondern der Politik zu sagen, wenn ihr das macht, dann empfehlen wir euch, die Maßnahme dahingehend zu verändern, dass ihr den Nutzen maximiert der Maßnahme, das sind unsere Empfehlungen, wissensbasiert, und die Maßnahme dahingehend zu verändern, dass ihr den Schaden minimiert. Ja? Oder man sagt, liebe Politik, wir haben uns das angeschaut, der Schaden ist deutlich höher als der Nutzen, wir würden euch empfehlen, die Maßnahme so nicht zu setzen, sondern wir empfehlen euch alternativ, das und das zu tun. Ja? Also und das ist, die Politik muss sich nicht dran halten, muss sich nicht dran halten, die Politik muss die Entscheidungen treffen. Politik zu machen ist ein harter Job, aber so ist es halt, für das sind sie gewählt. Aber sie muss es versuchen, das informiert zu gestalten und sie muss es dann auch der Bevölkerung kommunizieren. Also sie muss dann sagen, liebe Bevölkerung, wir haben uns dafür entschlossen, Kindergärten und Volksschulen zu schließen oder eingeschränkt zugänglich zu machen, aus dem und dem Grund, auf Basis von dem und dem Wissen. Und wir wissen auch, und jetzt kommt es, dass das negative Auswirkungen haben wird, aber wir haben uns das angeschaut und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es verhältnismäßig ist. Und damit sind wir wieder bei deinem Begriff. Aber ich muss es der Bevölkerung so zeigen. Gleich wie auf der Behandlungsebene jemanden erklärt, Frau Meier, wir machen jetzt eine Chemotherapie und das hat die Wirkung ist größer als das Ding und ich erkläre ja das und ich sage auch, was sie erwartet an Nebenwirkungen, aber ich erkläre auch, was sie erwarten kann an Wirkung und warum wir das machen und warum das sinnvoll ist. Ja, genau. Das wäre aber nochmal, Martin, das würde ja sogenannte Informkonsens sein. Den kann in der Individualmedizin ganz gut machen, jetzt in der globalen Medizin oder Gesellschaftsmedizin kann es ja nicht in dem Sinne machen, da müsste ich ja eine Befragung der Bevölkerung hernehmen. Genau. Und sagen, seid ihr bereit, mit mir zu gehen? Und damit beginnt meine zweite Frage an mich. Haben wir diese Kommunikation so gemacht in der Gesellschaft hinein, dass ich sage, ich akzeptiere das langfristig? Denn wir erleben ja jetzt auch, dass die Menschen müde
werden, sie werden mürbe, sie wollen da teilweise nicht mehr mitgehen. Und welchen Fehler haben wir dann, ob es Politik oder auch wir als Wissenschaften oder Wissenschaftler gemacht, dass wir sie nicht so mitnehmen als im Formkonsens, sondern die Gesellschaft trägt das. Ja, also bevor man, also gibt da vollkommen recht, also diese informierte Entscheidungsfindung, die man auf der Behandlungsebene mit zwei Personen oder vielleicht der Gruppe aushandelt, in der Politik würde es bedeuten, dass in einer Pandemie, zumindest ich als Bürger, mir das erwarten würde, dass man das im Parlament gemacht, also unter den gewählten Volksvertretern, und dann entweder mit Mehrheitsbeschluss, also auf jeden Fall muss ich da die Oppositionsparteien zum Beispiel mit an Bord holen. Das sind ja unglaublich gravierende Entscheidungen, die da getroffen werden. Je besser einen Schulterschluss ich zusammenbringe in einer Pandemie zwischen den Volksvertreterinnen und Vertretern, ja, also die gewählt wurden, egal welcher Fraktion, desto klarer ist es auch für die Bevölkerung, ja, die haben das besprochen, die haben sich das angeschaut, die stehen eigentlich, der eine hätte vielleicht ein bisschen das und der andere hat ein bisschen das, aber im Endeffekt die Mehrheit der Volksvertreter stehen jetzt hinter dieser Entscheidung und begründen sie auch. So passiert es in Skandinavien übrigens, so ist es einfach. Genau. Ja. Und jetzt zu der von dir angesprochenen, eine Pandemie war von Anfang an klar, das ist nicht morgen vorbei. Ja, das war allen klar. Das ist was, was nicht in 3 Wochen vorbei ist. Das ist was, was Monate, ja, manche haben so gesagt, Jahre dauern kann. Ich habe immer gedacht, so Jahre dauert es nicht, aber es dauert wirklich länger. Ja. So, also ich muss mich auch darauf einstellen. Und da ist es natürlich, wenn ich am Anfang losrenne wie ein Verrückter oder unglaubliche Ängste erzeuge, ja, und diese Ängste dann hochhalte, ständig nur über Angstkommunikation, und das ist ja etwas, was Deutschland, Österreich, ich weiß nicht, wie es in Südtirol ist, aber bei uns, also Österreich zeichnet das aus, das ist eine Kommunikation der Angst, immer über Bedrohungsszenarien, dann ermüdet es, ja, und irgendwann, und da hat die WHO im Herbst, also im Oktober schon ein wunderbares Papier herausgebracht, was man gegen Pandemie-Müdigkeit machen kann, und ich gehört nur einen Punkt heraus, weil ich den wirklich für wichtiger finde. Ja. Man ist transparent und ehrlich. Man sagt der Bevölkerung ganz ehrlich, liebe Bevölkerung, wir wissen nicht alles, wir haben Fehler gemacht oder das und das, aber wir haben natürlich auch richtig gemacht, darf man auch kommunizieren. Das ist uns gelungen, das ist uns nicht so gut gelungen. So wie es die Skandinavier machen. Die machen das nämlich genauso. Okay. Und dann erklärt man, warum man es jetzt anders, besser machen will, egal ob es jetzt um den Schutz von Risikogruppen geht oder um irgendwelche Clusterverfolgungen. Egal, ja. Also das ist, glaube ich, etwas, was Politikerinnen und Politiker durchaus noch optimieren können, weil das schafft Vertrauen, und Vertrauen ist eine wichtige Währung in einer Pandemie. Ja, weil, ich wiederhole es ganz kurz noch, Ansatz, weil es ist, noch einmal, wir sind, in Österreich sind wir 9 Millionen Leute, und im Endeffekt ist es eine kollektive Anstrengung, ja, eine kollektive Entscheidung, wie gut wir durch diese Pandemie kommen. Du kannst es weder am Bundeskanzler umhängen, noch irgendeiner Gruppe, sondern letztendlich, je besser wir das gemeinsam machen, desto besser kommen wir durch die Pandemie. Je besser wir uns untereinander unterstützen, also die Pflegekräfte halt in den Pflegeeinrichtungen, die Intensivmediziner auf ihren Intensivstationen, aber auch die was weiß ich, irgendwie Leute in prekären Jobs in ihren Arbeitsverhältnissen, die alleinerziehende Mutter, wen auch immer, desto besser kommen wir durch die Pandemie. Und das bedeutet, die Pandemie als gesamtgesellschaftliches Ereignis wahrnehmen, sich präzise Ziele zu setzen, sich gute Strategien auszudenken, und dann auch fähig zu sein, also Maßnahmen dazu, zu den Strategien, wissensbasierte Maßnahmen, und dann immer lernen. Also unglaublich versuchen, das ständig nachzubessern und anzupassen und gut zu kommunizieren, mit allen Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Also du hast ein Stichwort jetzt gelegt, und zwar Ziele definieren. Wie können wir Ziele definieren? Die müssen wir ja irgendwo kommunizieren. An welchen Zielen sollten wir uns aufhängen? Oder dass man dann sagt den Politikern, das wären diese Ziele, die müssten wir erreichen. Und wenn wir diese Ziele erreichen, dann kann man an eine sogenannte Deeskalation angehen. Dann können wir runterfahren. Ich habe immer mein Problem, dass uns die Daten, ständig Daten präsentiert werden. Inzidenzdaten, dann Infektion, also dann Intensivbettenbelegung, Krankenhausbettenbelegung, Zugänge und so weiter, was wir halt an Daten haben. Viele Leute können mit diesen Daten auch nichts anfangen, aber sie werden ständig, vor allem medial, kommuniziert. Und wie ging es uns, also in der Public Health-Sicht her, wie gelänge es uns zu sagen, diese Daten geben wir euch, mit denen könnt ihr gut transparent arbeiten, und die nehmen wir raus, weil die nichts anderes sind als angstschürend, aber nicht deeskalierend im gesamten Konzept. Ja, also
wir in Österreich, ja, ich bin mir ganz sicher, ob wir jemals wirklich ein klares Ziel gehabt haben. Also unglaublich eigentlich. Aber also im Frühjahr gab es so ein implizites Ziel, es darf zu keiner Überforderung der Krankenversorgung, eigentlich der Intensivversorgung kommen. Weil die Krankenversorgung, also die Normalstationen, waren in Österreich ja nie überfordert, nie gefährdet. Aber die Intensivstationen sind sowas wie etwas ein Nadelöhr, da hast du einfach nicht solche Kapazitäten, auch wenn wir sehr gut ausgestattet sind in Österreich, wirklich im Vergleich zu anderen Ländern. Aber da muss man aufpassen. Ja, es ist ein legitimes Ziel, ein wirklich legitimes Ziel. Ist nie explizit formuliert worden, aber es stand so im Raum. Es passiert alles, damit wir eben das verhindern, dass die überfordert sind. Übrigens im Herbst wieder. Ja, also die Lockdowns ist eigentlich ein Maßnahmenpaket, aber diese Verschärfung der Maßnahmen wurde argumentiert mit Überforderung der Intensivmedizin muss verhindert werden. So, ist okay, ist legitim. Sonst nicht wirklich ein Ziel, also nicht wirklich ein Ziel. Es gäbe aber viele andere Ziele, ja, die wir definieren könnten. Wir könnten zum Beispiel das Ziel, die wir ja eh schon haben, also wir in Österreich haben ein ganz klares Ziel, ein Versorgungsziel, unterschrieben von Ländern, Bund und Sozialversicherung, eine hochqualitative Versorgung von allen Menschen. Ja, also ich muss ja auch andere Krankheiten qualitativ hochwertig versorgen. Also nicht nur eine Krankheit, ja, sondern alle Krankheiten. Natürlich kann mal passieren, dass ich das Ziel jetzt nicht immer hundertprozentig erreiche, aber wenn ich es als Ziel setze, dann klingt das schon ganz anders, weil dann bin ich wirklich bemüht, dass auch der Herzinfarkt gut versorgt wird, dass die Krebserkrankung gut versorgt wird, auch in einer Pandemie. Es darf in einer Pandemie keine Ungleichbehandlung geben, so schwierig es ist. Ja, es nutzt halt nichts. Ja. Das hat eh keiner ausgesucht. Und ich kann auch andere Ziele setzen. Also es gibt ethische Ziele, es gäbe Ziele auch, die geben wir, also wir haben zum Beispiel, wir in Österreich haben 10 Gesundheitsziele. Ja, 10 Gesundheitsziele sind typische Public Health Ziele, sehr sogenannten gesundheitsdeterminanten orientierten Ziele. Ich greife eins heraus. Eines heißt, gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen ermöglichen. So heißt das Ziel, ist doch noch präzisiert. Das wäre auch in einer Pandemie ein Ziel. Ja, also Kinder und Jugendliche machen in Österreich unter 20-Jährige ein Fünftel der Bevölkerung aus. Die dürfen durch die Pandemie nicht irgendwelchen Schaden nehmen. Zumindest keinen irreparablen Schaden oder einen Schaden, der dann irgendwo in ein Maß erreicht, entweder gemessen in gesunden Lebensjahren oder wie immer, der dann im schlimmsten Fall größer wird als den Schaden, den man auf der anderen Seite verhindern will. Ja? Und das, also man könnte viele Ziele setzen und sich dann Strategien überlegen, wie man eben zum Beispiel Kinder und Jugendliche bestmöglich schützt und zwar nicht unbedingt vor Covid-19, weil das ist bei Kindern und Jugendlichen zum Glück ja gar nicht so notwendig, sondern so vor Bildungsdefiziten, vor Bewegungsmangel, vor psychosozialen Folgen, vor Ängsten, Depressionen, keine Ahnung, ja, vor Unterversorgung. Also das wäre zum Beispiel was ich mir gewünscht hätte. Ja. Gab es nicht. Ja. Also in Österreich Totenstille bei dem Thema. Ja. Ja, aber das ist ja generell so, dass das in vielen Bereichen so ist, dass es nicht diese Ziele definiert sind. Diese Ziele sind uns ja nicht so klar mitgeteilt worden. Ich meine, man hört jetzt, wie wir machen Inzidenzzahlen bei 50 oder wir machen in Deutschland genau. 35 oder genau. Jetzt gar noch 10. Aber nehmen wir das Ziel, Franz. Ja. Ja. Du hast recht. Im Jänner ist es aufgepoppt. Ja, gab schon vorher Diskussionen, aber eigentlich erst mit 2021 gibt es ein neues Ziel, auch in Österreich durchaus in Diskussion. Macht sich fest an der Zahl der Neuerkrankungen pro 100.000. So, und jetzt eigentlich vollkommen verrückt. Jetzt haben wir fast ein Jahr Pandemie und wir haben immer noch nicht verstanden, dass ein positiv getesteter Fall nicht automatisch erkrankt ist. Weil jemand, der erkrankt ist, das ist für mich immer noch eine klinische Diagnose. Ja, immer noch, ja, nicht ein positiver Test. Dann wissen wir natürlich auch schon alle, das wissen inzwischen auch schon alle, ja, dass ein Labortest und der PCR-Test ist aber Labortest, nicht feststellen kann, ob jemand erkrankt ist. Das braucht das ist eine medizinische Diagnose oder von mir aus eine Diagnose von einem Health Professional. Ja. Und wir wissen ja nicht einmal, ob die Person infektiös ist. Ja. Nicht das, auch das kann uns der Test eigentlich nicht wirklich genau sagen, sondern er gibt nur einen Hinweis darauf, dass jemand mit Virusmaterial oder Virenbestandteilen kontaminiert ist. Wenn die Person noch Symptome zusätzlich hat, ja, und die Konstellation passt, ja, dann wird er schon höchstwahrscheinlich beim positiven Test mit Symptomen auch erkrankt sein. Ja, darf ich dich kurz unterbrechen? In dem Sinne müsste das dann nicht so sein, wenn ich die Inzidenzzahlen hernehme, bei der Mortalität habe ich einen ganzen klaren Mortalitätsinzidenzzahl zu dieser Krankheit. Ja. Dann müsste ich ja hier auch hin, die Neuinfektionsinzidenzzahlen muss gespeist werden mit einer Klinik und nicht mit einem Labortest. Was du ja richtig sagst, der Labortest sagt mir nur, ich weise nach, mit einem Antigentest sage ich, ich weise eine hohe Viruslast nach, weiß aber nicht, ist er infizierend oder nicht infizierend.
oder ist der erkrankt oder nicht erkrankt? Also müsste korrekterweise ein Mediziner eine Information geben, diese Klinik hat er mit diesem Labor. Und das ist meine Neuinzidenzzahl. Sonst sage ich ja, ja, ich nehme diese also die Labortests als Kriterium einer Neuinfektion mit weitreichenden Folgen. Denn an denen entscheidet ja die ganze Volkswirtschaft, was ich tue in den Entscheidungswegen. Ja, also das ist, aber also in einem Pandemie, in einem Infektionsgeschehen würde ich noch einen anderen Weg gehen. Ja. Also vor 2 Tagen war der Gerald Gattlehner, das ist unser Chef von Cochrane Österreich. Cochrane für alle Zuhörer, das ist so, das sind die Leute, die sich irgendwie mit Studien beschäftigen und er leitet auch das Department für evidenzbasierte Medizin an der Donau-Universität Krems. So, der Gerald Gattlehner hat auf die Frage, was er für das größte Versäumnis oder eines der größten Versäumnisse des letzten Jahres hält, hat er einen spannenden Satz gesagt. Und er hat gesagt, er sagt, dass eines der größten Versäumnisse ist, dass wir die Datengrundlage nicht geschaffen haben. So, und jetzt kommt der Punkt. Ja, das finde ich habe das total spannend gefunden, weil ich Gerrit hoch schätze, morgen, wir kennen uns. Und da haben wir gedacht, verdammt, am 12. März ja, hab ich in der Taskforce verzweifelt, wie ein Löwe darum gekämpft, dass wir so wie bei jedem Hotelübernachtung oder Pensionsübernachtung, wo du verpflichtend in Österreich einen Meldezettel ausfüllen musst, bei einer meldepflichtigen Erkrankung, ja, und Covid-19 ist eine meldepflichtige Erkrankung, bei jedem positiven Test ein Basisdatenset erhebst. Also Basisdatenset hast nicht nur Name und Adresse, sondern auch Alter, Grunderkrankungen, Beruf. So, wenn du das Basisdatenset hast, dann kannst du genau verfolgen, wie viele von den positiv getesteten Personen Symptome entwickeln, wie viele von denen einen Arztbesuch brauchen, wie viele von denen ein Krankenhaus landen, wie viele von denen auf Intensiv landen und wie viele von denen versterben. Du kriegst quasi einen unglaublich guten Einblick in die Dynamik des Geschehens. Dann verstehst du nämlich auch ungefähr, wo die Risikogruppen sind. Also wer hat das höchste Risiko in Bezug auf Alter, Grunderkrankung, die Konstellationen. Ein bisschen was wissen wir jetzt eh schon. Also wenn wir das nach einem Jahr nicht wüsserten, ja, also inzwischen wissen wir es ja schon eh relativ genau. Aber bei den Berufsgruppen zum Beispiel tappen wir noch ziemlich im Dunkeln. Und die könnten, also dieses Basisdatenset hätte uns zumindest geholfen. Ja. So, haben wir nicht gemacht. Bis heute nicht gemacht. Das ist total erstaunlich. Es ist wirklich erstaunlich. Ja. Und wenn du jetzt so Parameter nimmst, wie positiv getestete Fälle pro 100.000, dann bleibt immer noch, auch in Südtirol, immer noch die Frage, wie nahe liegt diese Zahl an der Wirklichkeit? Also wenn du jetzt, sagen wir keine 300 pro 100.000 hast, ja, wie nahe liegt die Zahl an der sogenannten Wirklichkeit? Weil die Dunkelziffer kennt ja niemand. Ja. Und du kannst zwar testen wie ein Verrückter, ja, und du wirst trotzdem an die Dunkelziffer nie zu 100% rankommen. Ja, also wahrscheinlich, je mehr du testest, desto näher bist du dran. Wenn du gar nicht testest, weißt du das wahrscheinlich gar nicht. Ja. Aber es ist eine unsichere Zahl. Ja. Und außerdem ist immer, von was redest du jetzt? Sind das jetzt 300 kontaminierte Leute oder sind es wirklich 300 Personen mit einem bestimmten Kriterium? Oder sind es 300 bei 100.000 mit einem Symptom? Ja, damit sind wir jetzt, was du vorher gesagt hast, das ist eine medizinische Diagnose. Und also man merkt schon, wir kommen da ein bisschen in Teufelsküche, deswegen habe ich ein echtes Problem mit diesem Grenzwert von 50 pro 100.000, weil wenn ich den erreichen will, dann höre ich einfach zum Testen auf, dann bin ich relativ rasch tot, ja. Oder ich tue ganz wenig testen, nachher habe ich das relativ bald erreicht. Und also man merkt schon, dieser Parameter ist von so vielen Dingen beeinflussbar. Auch von welcher Gruppe du testest, ob du eher Jüngere testest, ob du eher die testest und so weiter. Ja, es ist schwierig, schwierig. Deswegen wäre es gescheiter, andere Parameter heranzuziehen. Also ich sage jetzt nicht, die Parameter des Infektionsgeschehens sind schon wichtig. Ja? Aber letztendlich entscheidend ist immer, wie viele Leute werden zum Beispiel täglich neu in ein Krankenhaus aufgenommen mit der Diagnose Covid-19. Und ich meine jetzt wirklich mit der Diagnose Covid-19. Nicht mit einem positiven Test, sondern mit der Diagnose Covid-19. Ja, deswegen nochmal eine Frage. Deswegen müsste man ja, wie die Neuinfektionszahlen differenzieren. Covid-19 ist eine Erkrankung und ich kann es ja nicht gleichsetzen. SARS-CoV-19 ist eine Diagnose, ist ein Labor, weil ich einen Keim nachweise. Also ein positiver Test auf SARS-CoV-2 ist ein Laborwert. Ja. Ist ein Laborwert. Also müsste ich wenigstens die differenzieren und dann kann ich eine Entscheidung treffen,
Was ist das? Wenn ich eine Erkrankung habe, dann kann, okay, das ist meine Belastung auch des Gesundheitssystems. Ich. Während das der andere ja keine Belastung des Gesundheitssystems. Wenn wir testen ja auch im Winter nicht Influenza alle durch und sagen, die sind positiv und die sind erkrankt. Das macht ja auch niemand. Genau. Also ich glaube, es wäre schon ganz gut, wenn man sozusagen die epidemiologischen Parameter, wie zum Beispiel positiv getestete Fälle, trennt von klinischen Parametern. Und klinische Parameter sind verifizierte Diagnosen im Krankenhaus. Genau. Und ich glaube, es geht immer darum, best die Dynamik des Geschehens zu verstehen, weil die will man ja beeinflussen. Ja? Wie will man es beeinflussen? Mit einem Maßnahmenpaket. Ja? Und das Maßnahmenpaket besteht daraus, dass man zum Teil das Infektionsgeschehen eindämmen will. Ja? Also Eindämmung, das ist das ganze Kontaktverfolgen, das ist Masken tragen, Abstand halten, alles, das ist alles Maßnahmen zur Eindämmung. Ja? Durchaus auch Betriebe zu schließen, Gastronomie zu schließen, Schulen eingeschränkt zugänglich oder überhaupt zu schließen. Da muss man, das ist dann in Verhältnismäßigkeit, das muss man sich genau überlegen. Dann gibt es quasi die ganzen Schutzmaßnahmen, wo man versucht, also die Risikogruppen bestmöglich zu schützen. Das hat auch wieder viel mit Testen zu tun und keine Ahnung, ja, was man halt alles macht. Auch, also auch verhältnismäßig sein, vor allem ethische Prinzipien müssen da eingehalten sein. Und das ist das Bemühen, ja, in einer Pandemie. Und je besser ich das Geschehen verstehe und die Dynamik des Geschehens verstehe, desto smarter kann ich das Risiko managen. Und das ist jetzt der Punkt. Ja. Smartes Risikomanagement ist dann plötzlich echt entscheidend. Ja. Und weil smart bedeutet, dass ich wirklich mit dem besten Maßnahmenpaket oder mit dem, das am verhältnismäßigsten ist, also das quasi am meisten nutzt in Relation zu dem Schaden, den es produziert, ja, durch die Pandemiesteuer. Und für diese Steuerung brauche ich ein exzellentes Cockpit. Und das Cockpit besteht eben aus so einem Basisdatenset. Da mache ich sozusagen repräsentative Querschnittstudien. Ich schaue, dass ich mein epidemiologisches Meldesystem perfekt digitalisiert habe. Ich schaue überhaupt, dass alles sozusagen möglichst qualitativ hochwertiges Datenset habe. Und mit dem versuche ich quasi durch die Pandemie zu steuern. Perfekt wird es mir nie gelingen. Keine Gesellschaft kommt ohne Schaden durch eine Pandemie. Aber wir haben sowieso immer irgendwo in unserer Gesellschaft Krankheitsgeschehen und wir können uns nur bemühen, dass wir sozusagen auch durch dieses Krankheitsgeschehen bestmöglich durchkommen. So wie wir es bei anderen Krankheitsgeschehen uns ja auch machen. Ich habe in der Südtirol Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ich habe Krebserkrankungen, ich habe Infektionskrankheiten, ich habe Krankenhauskeime. Überall bemühen wir uns, dass wir den Schaden möglichst klein halten, aber ich habe noch keinen davon reden gehört, dass er plötzlich von Zero-Krebs redet oder Zero-Krankenhauskeim. Ja, wäre schön, wenn wir Zero-Krankenhauskeim hätten oder Zero-Herzinfarkt, ja. Oder Zero Schlaganfall, ja? Ja. Es wird uns halt nicht gelingen. Oder Zero Verkehrsunfälle, ja. Es wird uns auch nicht gelingen. Das heißt, wir können nur versuchen, letzter Satz, wir versuchen nur, das Risiko zu managen. Und im Verkehr machen wir es ja auch smart. Also die Ampeln, die Geschwindigkeitsbegrenzungen, der Airbag, das Anschnallen. Das ist alles so verinnerlicht bei uns schon. Und es ist ein smartes Risikomanagement. Und jeder wird nur immer akzeptieren, ja, es kann trotzdem sich wer schwer verletzen. Es kann auch jemand sterben, wenn es blöd hergeht. Ob er Radl fährt oder Auto fährt oder Motorrad fährt. Und als Motorradfahrer erhöht halt der Risiko, im Verkehr zu versterben. Du gehst das Risiko aber bewusst ein, weil du sagst, das lasse ich mir nicht nehmen. Das, ich setze meinen Helm auf, versuch das zu reduzieren, das versuchst wieder zu managen, das Risiko. Du fährst vernünftig, du hast die entsprechende Kleidung an. Aber ich betrachte es halt so. Ja? Und so ähnlich muss man umgehen lernen mit einem Infektionsgeschehen. Schlauer werden, Lernkurve steil halten, smartes Risikomanagement, ehrlich, transparent kommunizieren, nie davon reden, dass der Schaden null werden muss. Ja. Das schafft man nicht. Das geht einfach nicht. Ja? Ja. Deswegen meine Frage nochmal, welchen Fehler haben wir gemacht in der Kommunikation, auch mit den Medien? Denn letztendlich müssen wir ja auch die Medien mitnehmen, die diese Kommunikation hinaustragen. Welchen Fehler ist gemacht worden? Denn die Menschen sind verängstigt und sie haben Angst. Und wir als vor allem als die Public Health oder Gesundheitswissenschaften haben die in dem Sinne oder auch die Medizin versagt, zu sagen, das wäre das Risiko, das so Risikomanagement, das müssen wir machen. Und wenn du vorhin sagst, wir haben kaum Datensätze, saubere Datensätze, mit denen wir arbeiten, das heißt, die Menschen sagen ja, die machen Entscheidungen teilweise aus dem Gefühl aus und nicht so sehr auf wissenschaftlicher Basis. Welchen Fehler ist da gemacht worden? Also ich würd gar nicht von Fehlern reden. Ja? Also ich würde gar nicht so von Fehlern reden. Ich denke mal, wie sie das Geschehen aufgebaut hat letztes Jahr, jetzt sind wir schon fast, das ist schon Wahnsinn. Ja. Es ist eigentlich seit über einem Jahr, ja. Ja.
Ich glaube, das haben viele unterschätzt. Ja. Ich nehme mir da durchaus nicht aus. Ja. Das war nicht absehbar. Also viele haben geglaubt, das ist so, wie man es halt oft erlebt, das bleibt entweder regional oder es kommt zwar zu uns, aber wir werden es recht gut managen, wir werden es ganz gut eindämmen und haben das ganz gut im Griff. Und ich glaube, die Wucht, ja, mit dem SARS-CoV-2 sich ausbreiten kann in einer Bevölkerung, ja, wenn man quasi nichts tut oder das nicht gut schafft, das aus den Krankenhäusern und Pflegeheimen fernzuhalten, das war schon beeindruckend. Ja. Also das würde ich auch weiterhin nicht unterschätzen. Ja. Die Frage ist nur, haben wir dann richtig reagiert? Ja? Und ich glaube, wir hätten dann so reagieren sollen, wie man normalerweise im Jahr 2020 reagiert. Wir hätten unsere Intelligenz, haben wir ja in manchen Bereichen waren wir extrem erfolgreich, also dass wir nach einem Jahr schon Impfstoffe haben, und zwar nicht nur einen, sondern mehrere, hätte ich nicht so erwartet. Ist unglaublicher, sozusagen ist schon auch beeindruckend, ja, sage ich jetzt einmal. Und auf der anderen Seite, die Datengrundlage für Cockpit haben wir nicht geschafft. Ja. Und viele Fragen in der Pandemie sind vollkommen ungeklärt, ja, sind wirklich ungeklärt. Und irgendwie haben wir auch die Bevölkerung verloren, ja, also in dem Ganzen. Und das ist das, glaube ich, was du da ansprichst. Das war wahrscheinlich irgendwo der größte Fehler. Ja. Also wir haben es nicht geschafft, die soziale Dimension einer Pandemie zu erkennen. Wir haben virologisch medizinisch ständig über irgendwelche PCR und Viren und Mutationen, reden wir jetzt. Aber eine Pandemie ist auch immer was Soziales. Ja. Du musst sagen, die soziale Dimension, das bedeutet auch, wie akzeptieren Menschen Maßnahmen? Wie halten sie sich an Maßnahmen? Ja, wie kommunizierst du das so, dass sie das auch vernünftig finden und das auch machen, ohne dass sie dazu gezwungen werden müssen oder unter Druck gesetzt werden müssen? Wo muss ich Maßnahmen verpflichtend machen, weil es Sinn macht, dass es verpflichtend ist? Wo es bleibt seine Empfehlung, aber mach es den Menschen so einfach und es ist auch so verständlich, dass die Leute sich an die Empfehlungen halten. Das gelingt uns ja in vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Denk mal, wir würden ja niemals, ja, in Millionenstädten oder nicht einmal in Städten, wo hunderttausende Menschen leben, so friedlich zusammenleben können, wenn wir uns nicht an Regeln halten. Ja? Und in einer Pandemie sind es halt etwas andere Regeln. Das ist halt so, weil es ein Infektionsgeschehen ist und das muss man auch entsprechend kommunizieren. Das ist uns nicht gut gelungen, ja, muss man sagen. Jetzt möchte ich ein paar Fragen an dich stellen, die wir reingekriegt haben. Und zwar eine Frage, auch die Ulrike Hilber hat geschrieben: Wie wichtig ist deine qualitativ häusliche Versorgung und wie könnte sie aussehen? Du kommst ja aus diesem Bereich. Also du meinst so Richtung, aber primärärztliche Versorgung? Primärärztliche Versorgung, ja. Also, oder auch Pflege, hätte ich die Pflege genauso. Ich finde, das ist entscheidend. Ja? Also da gibt es ja auch wieder mehrere Aspekte. Ja? Ja. Also du hast, die meisten Menschen werden auch in Südtirol zu Hause betreut und gepflegt und du musst die Leute, also die Familie rundherum oder wer immer da beteiligt ist, bestmöglich unterstützen dabei, dass sie das auch in einer Pandemie schaffen. Ja? Und das andere ist, andere Aspekt, den ich ja sehr spannend finde, ist, die meisten positiv getesteten Personen, auch die meisten Personen mit Symptomen, sind ja zu Hause. Mhm. Ja? Die sind halt in Quarantäne. Ja. Und bei den meisten brauchen gar keine medizinische Versorgung. Aber irgendwie bin ich mir nicht so sicher. Ja? Also in Österreich ist es so, dass manche Hausärztinnen und Hausärzte auch Lungenentzündungen zu Hause versorgen. Ja. Einfach weil die Betroffenen das wünschen und die haben das super im Griff. Also ich sage jetzt da keine medizinischen Details, ja, weil das mir nicht so viel fachsimpeln. Aber die machen das hochprofessionell. Also weißt du wirklich, die kriegen ein Pulsoxy, jetzt verwende ich doch einfach den Begriff, aber weißt du, die sind monitorisiert, die fühlen sich sicher und der hat das auch im Griff. Die sind daheim. So, und andere schicken alles und jedes in Krankenhaus, ja. Und das Krankenhaus ist halt nicht unbedingt der optimale Ort für viele Personen, vor allem hochbetagte Personen. Also man merkt schon, auch da könnte man viel optimieren, ja. Könnte man noch viel optimieren in einer Pandemie. Und ich habe so das Gefühl, wir haben in Österreich bei dem Thema ein bisschen ein Tohuwabohu. Ja? Auf der einen Seite wirklich eine großartige Versorgung und auf der anderen Seite quasi Katastrophen. Ja? Also wirkliche Versorgungskatastrophen. Und das ist halt irgendwie so. Ja? Aber es wird auch nicht viel darüber geredet. Das ist auch spannend. Okay. Ja? Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute in Österreich unnötig im Krankenhaus gelandet sind, aus irgendwelchen Gründen. Ja? Also einfach nur, weil sie niemanden gehabt haben, der auf sie schaut, weil irgendjemand keine sie kümmern wollte. Ja, es ist schon ein Drama. Ja. Deswegen möchte ich das ein bisschen anhängen. Da hatte nochmal Ulrike Hilber geschrieben, könnte eine Palliativbegleitung, Palliativmedizin den Blickwinkel auf die Pandemie aus ethischer Sicht verändern? Das ist eine total spannende Frage. Das ist eine voll spannende Frage, weil ich kann mich erinnern, ich habe in einem Webinar im April
Management Center Innsbruck mit einer Palliativmedizinerin genau über das Thema geredet. Ja? Und das, was mir damals so wichtig war, ist, wenn du mit einem erhöhten Krankheitsgeschehen, wir in Österreich haben einen Altersmedian von mit und an Covid-19 verstorben von 85 Jahren. In der Schweiz sind 86, in Südtirol wird es ähnlich sein. Ja? Ähnlich, ja. Ja, also sehr hochbetagte Menschen, ja, oft gebrechlich, Vorerkrankungen. Nicht nur, aber das ist die große Gruppe. Ja? Und ich glaube, es ist ein medizinethisches, pflegeethisches, überhaupt ethisches Grundprinzip, dass auch die Menschen ein menschenwürdiges Sterben verdient haben. Ja? Und das Prinzip haben wir im letzten Jahr in Österreich massiv verletzt. Ja? Also Leute sind teilweise einsam verstorben, allein verstorben, also nicht wirklich unter einer guten Begleitung nach einem erfüllten Leben, haben sie sich nicht einmal von ihren Lebenspartnern verabschieden können, also echte Dramen. Ja? Und da meine ich, da glaube ich, da müssen wir uns wirklich was überlegen und das muss man auch wirklich gut analysieren. Jetzt nicht wieder im Sinne von, wer hat Fehler gemacht und wer ist schuld, sondern da haben wir rote Linien überschritten und deswegen ist die Frage so gut. Wir waren auch nicht vorbereitet als Gesellschaft, dass wir plötzlich so intensiv über etwas reden, das wir so gut verdrängt haben, nämlich das Sterben. Also wenn wir nicht beruflich damit zu tun haben, also wir beide sind ja Mediziner, wir haben ja oft beruflich damit zu tun gehabt, ja, und dann ist das ein Thema, das verdrängst. Also es kommt, plötzlich betrifft die Oma oder das passiert irgendwo. Ja? Und plötzlich war es am Dashboard. Ja? Und alle waren vollkommen überfordert. Und ich glaube auch, dass manche Familien es auch bereuen, dass sie gesagt haben, warum haben wir es nicht daheim gehalten? Ja? Also warum haben wir das machen müssen und dann plötzlich im Spital und dann haben wir es nicht mal mehr besuchen können. Und das, also in Österreich ist das oft passiert. Und manche Familien machen sich bis heute noch Vorwürfe, dass sie da nicht mutiger waren und gesagt haben, nein. Und in manchen Seniorenheimen, wo es ja quasi die, gibt es vorausschauende Pflegeplanung, so nennt man das, Advanced Nurse Planning. Ja. Und das bedeutet nichts anderes, dass man mit den Bewohnerinnen schon über Sterben redet. Dann sagt man, Frau Meier, das ist, keine Ahnung, aber sie sind 96 oder 86 oder keine Ahnung. Was wollen sie? Was soll man machen, wenn sie schwer krank werden? Ja? Was ist ihr Wunsch? Was wünschen sich die Angehörigen? Und dann sagt die Frau Meier, was sie sich wünscht. Und das hätte man bei dieser Pandemie durchaus hätte man zurückgreifen können auf die Wünsche der Betroffenen. Aber in Österreich war das nicht möglich. Und zwar nicht, weil das nicht ausgemacht war, sondern weil auch die Senioren- und Pflegeheime vollkommen überfordert waren und einfach nicht wussten, wie sie damit umgehen. Die haben gedacht, die ist positiv oder hat Symptome und nichts wie weg, weil sonst infiziert sie nur die anderen und dann haben wir einen Riesen und noch mehr Schaden. Also ist die Frau Meier im Krankenhaus und das war's für die Frau Meier, ja? Also in den meisten Fällen. Ja. Okay, das sehe ich auch so wie du, dass wir dieses Patiententestament oder so Vorausplanung überhaupt nicht wahrgenommen haben oder ausgeblendet haben in unserer letzten Zeit. Und ich weiß nicht, warum sind wir so getrieben worden, denn wenn man die Daten ja anschaut, sind es ja Menschen, die eher ab 80 versterben oder Großteile ab 80. Ich will ja nicht die anderen ausstalten, aber es sind Menschen, die ihr Lebensende erreicht haben und da die palliative oder hospizethische Überlegung schon einen großen Sinn haben müsste oder auch diskutiert. Ich sage da nur zwei Zahlen, die sind in Südtirol sicher nicht anders. Bei uns in Österreich sind 50%, genau sind 46% aller mit oder an Covid-19 Verstorbenen über 85 Jahre alt. Mhm. Und zwar, also fast die Hälfte. Also der Altersmedian liegt bei 86. So. Deswegen ganz kurz, und zweite Zahl noch. Und 1% der Bevölkerung, 1% der Bevölkerung trägt zur Hälfte des Sterbegeschehens bei. Und diese Bevölkerung lebt in Alten- und Pflegeheimen. Also, bei uns leben ungefähr 9.000 Leute in Alten- und Pflegeheimen, das ist ungefähr 1% der Bevölkerung. Und 50% der mit oder an Covid-19 Verstorbenen waren Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen. Und was sagt das? Das sagt, dass wir da eine riesengroße Gruppe haben, ja, die einfach sehr nahe am Tod war. Ja? Vielleicht hätten es auch noch einige Jahre gehabt. Jeder Tod ist tragisch, nicht falsch verstehen. Ja, genau. Aber umso mehr muss ich Ressourcen freimachen, Know-how freimachen, Personal freimachen, dass wenn Sterben passiert, dass es menschenwürdig passiert. Mhm. Weil nach 86 Jahren, einem hoffentlich erfüllten Leben, hast du auch einen menschenwürdigen Abgang verdient. Ja? Mhm. Und menschenwürdiger Abgang, glaube ich, das ist jeder, der mit Palliativ oder mit ethischen Dingen, das ist begleitet, schmerzfrei, in Ruhe, wie auch immer. Wir müssen alle sterben, das ist fix. Ja? Aber es ist immer die Art, wie man stirbt. Ja? Und ich glaube, da haben wir, es ist schon furchtbar, was wir da quasi
da muss ich schon sagen, nach einer gewissen Hysterie geopfert haben. Ja? Das waren, da haben wir menschliche Werte geopfert. Ja? Und wir tun es noch immer. Das ist ja das Phänomen. Noch immer, ja. Noch immer. Es, ja. Wir haben noch immer nicht wirklich, es ist deutlich besser geworden, ja, ja, aber es ist noch immer ein unglaublicher Wahnsinn, was sie da gerade abspürt. Ja, ich kann dir jetzt Geschichten dazu, ein Ende nie. Okay. Und das ist eigentlich unverzeihlich. Ja? Und das müssen wir aufarbeiten, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass da auch Leute dranbleiben, dass man das gut analysiert und ohne Schuldzuweisung, ohne Fehlerzuweisung, einfach nur sagen, das war ein kollektiver Fehler. Und zwar als Gesellschaft haben wir da versagt. Wir haben ein unwürdiges Sterben quasi erlaubt oder ermöglicht oder zugelassen. Ja? Und das ist eigentlich ein schlimmer Befund. Ja? Ich staune, wohl, die deutsche Gesellschaft Palliativmedizin ein gutes Paper herausgegeben hat. Ein ganz, ganz gutes Paper, wie gehen wir um in dieser Covid-Phase. Leider ist das aber auch nie so richtig thematisiert worden in der Gesellschaft. Also das habe ich ja das Gefühl, wir sind eine getriebene Gesellschaft worden durch dieses Virus. Was ja. Du vorhin ja auch gesagt hast, wir haben viele andere Krankheiten ausgeklammert, beziehungsweise wir haben im Blickfeld auf das Sterben oder die Würde des Menschen teilweise verloren. Und das mir wichtig war, dass auch der deutsche Bundespräsident, nicht der Bundespräsident, der Präsident des Bundestages gesagt hat, die Würde des Menschen soll man erhalten, aber wir haben kein Recht, nicht zu sterben. Ja, genau. Und man, das steht sogar in der Verfassung. Also die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber ich glaube, was man da bei solchen Diskussionen, die wir gerade jetzt führen, schon einmal dazu sagen muss, dass du natürlich ein unglaubliches Bemühen auch hast, ja, von Pflegekräften oder Intensivmedizinern oder Palliativleuten, ja, das trotzdem zu ermöglichen. Ja, also das gibt es natürlich auch. Ja. Also da mit großem Engagement, gegen allen Widrigkeiten trotzend, ja, ist doch ermöglichen, Menschen würdig zu sterben. Also das gibt es natürlich auch. Ja. Also man muss immer aufpassen, dass jetzt nicht irgendwie der Eindruck entsteht, dass das Bemühen nicht da ist. Aber es wird ihnen nicht leicht gemacht, sagen wir es mal so. Ja. Also allen denen, die sich beruflich engagiert um das bemühen, wird es nicht leicht gemacht. Ja. Also es ist die, ob das jetzt an den Auflagen liegt, an den Behörden liegt oder Verordnungen liegt. Und es gibt auch kein kollektives Bewusstsein. Also gerade in der ersten Phase der Pandemie haben sich die keine Freunde gemacht. Ja, jetzt langsam, glaube ich, setzen sie sich eher noch. Deswegen nochmal meine Frage an dich. Du hast es ja auch mir mal geschrieben, dieses Public Health Ethik von Markmann und so weiter. Ja. Diese Frage, wie viele gesunde Lebensjahre wir durch unsere Maßnahmen letztendlich gewinnen. Und meine Frage, wie viele gesunde Lebensjahre, wie du schreibst, wie viele gesunde Lebensjahre werden durch die Maßnahmen der Eindämmung der Coronavirus gewonnen und wie viele gesunde Lebensjahre gehen aber auch durch Unter- und Fehlversorgung von Non-Covid-Erkrankungen oder Einschränkungen der Gesundheitsförderung oder Primärversorgung oder Früherkennung von Erkrankungen oder Rehabilitation, die wir ja alle letztendlich ausgesetzt haben oder Betreuung und Pflege verloren. Wie siehst du das? Es ist eine gute Frage. Ja. Ich glaube, so eine Rechnung ist auch nicht einfach, ja, weil man immer diese Balance hat. Ja. Also wenn du keine Maßnahmen setzt, das geht nicht. Also, davon bin ich fest überzeugt. Also SARS-CoV-2 ungebremst sich ausbreiten zu lassen, das geht nicht. Ja, das Virus, also vor einem Jahr war es noch unmöglicher gewesen, wenn das auf eine naive Population trifft, das rast durch und das führt zu, ich sag immer, zu einer Freakwave, also zu einer Monsterwelle von Erkrankungs- und Sterbegeschehen. Das kann auch ein gut ausgebautes Versorgungssystem an die Grenzen bringen und es sterben so viele Menschen, das halten wir politisch nicht aus, das halten wir gesellschaftlich nicht aus. Das heißt, du musst es eindämmen, du musst Schutzmaßnahmen, also du brauchst eine Eindämmungsstrategie und eine Schutzstrategie. Also das heißt, du musst Maßnahmen setzen. Ja? Und jetzt ist immer die Frage, und das ist jetzt gefunden aus Gesundheitsfolgenabschätzung, du musst die Balance schaffen, wie bei jeder Therapie. Was ist die Dosis, dass du auf Nullschaden geht nicht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es geht kein Nullschaden. Du musst einen gewissen Schaden akzeptieren. Es werden Menschen erkranken und versterben, wie auch an anderen Ursachen. Aber auf der anderen Seite darfst du nicht mehr Schaden produzieren, als du da verhinderst. Und die Rechnung ist nicht einfach. Ich sage das, das ist nicht simpel. Aber du musst es zumindest versuchen abzuschätzen. Und ich glaube, das ist nicht passiert. Und es gibt Publikationen drüber und großartige Versuche. Aber letztendlich, es gab keine öffentliche Debatte drüber. Ja? Und wenn du allein die Kinder und Jugendlichen hernimmst, ja, also in Österreich sind es über 1,7 Millionen Personen unter 19 Jahren. Das ist eine riesen Population. Und selbst wenn die nur ganz wenige Lebensjahre verlieren oder nur ein ganz kleiner Teil von denen betroffen sind, hast du einen gewaltigen Schaden. Ja? Und das geht relativ schnell. Weißt du,
mit den Bildungs- und den Einkommensdefiziten und den ganzen Lehrberufen und den psychosozialen Geschichten und der Unterversorgung, hast du da relativ rasch, weil die ja noch jung sind, relativ rasch viele gesunde Lebensjahre, die da verloren gehen könnten, sagen wir es mal könnten, ja, oder sicher auch verloren gehen, ja. Und letztendlich ist es immer sozusagen, es ist ein Balanceakt, ja, es ist ein Balanceakt. Manche Länder wie Neuseeland haben eine andere Strategiemöglichkeit gehabt, das Insel, die haben sich einfach abgeschottet. Mal schauen, ob es auch eine nachhaltige Strategie ist, keine Ahnung, da war ja zwei in Neuseeland, ich debattiere immer noch mit denen drüber, ob das gescheit ist oder nicht gescheit ist. Dann Länder wie China haben komplett andere Strategie, aber jetzt bleiben wir bei Europa. Alle europäischen Länder haben im Endeffekt versucht, diese Balance zu fahren. Mhm. Und jetzt könnte man mal schauen, wem ist gelungen, wem ist es nicht gelungen. Ja, ich würde mal sagen, kein Land hat alles richtig gemacht, kein Land hat alles falsch gemacht. Alle haben sich bemüht. Wenn man jetzt nur so ein Parameter wie Sterbegeschehen anschaut, glaube ich, ist das zu eindimensional. Du musst ein Parameter anschauen, wie geht es der psychosozialen Gesundheit, ja, wie geht es der Wirtschaft, wie geht es der Versorgung von anderen Erkrankungen. Also alles das müsstest du eigentlich anschauen, weil dieses Hinschauen auf mit oder an Covid verstorben ist ja vollkommen, also das ist ja hirnrissig. Ja. Natürlich ist es nicht unwichtig, ob ich Übersterblichkeit habe oder nicht, aber es ist ein Parameter. Ja. Und glaubst du, dass wir eine Übersterblichkeit langfristig über die Jahre haben, wenn wir jetzt nehmen wir mal in 5 Jahren zurückblicken und schauen, wir werden Spitzen haben vielleicht in diesem Jahr, aber wenn wir jetzt die Übersterblichkeit auf 3, 4 Jahre vergleichend anschauen, wie wird sie ausschauen? Denn wir hatten ja auch eine Übersterblichkeit 2018, 2017, als die große Influenza-Pandemie war, da hat kaum jemand darüber geredet im Nachhinein, obwohl es in England und auch in Deutschland groß war, und meine Übersterblichkeit, aber über die Zeit, wie glaubst du dann? Glaubst du, dass da eine Übersterblichkeit rauskommt? Also wir haben immer Phasen von Übersterblichkeit. Immer. Ja. Ja, in Südtirol, in genau, allen Gesellschaften. Ja. Also im Sommer sind es die typischen Hitzetoten und im Winter ist es eben dieses Virenpaket. Es ist immer ein Virenpaket. Ja. Also das sind alle möglichen Viren, Influenza-Viren. Die Corona-Viren sind immer dabei. Also über die haben wir nur wenig geredet, aber sie machen so ein Viertel, manche sogar ein Drittel des Sterbegeschehens aus jeden Winter. Gibt auch noch Rhinoviren und Myxoviren und was weiß ich was für Viren. Ja. Gibt auch noch Bakterien und Superinfektionen und Krankenhauskeime. Also dieses gesamte Infektionspaket macht uns im Winter immer Übersterblichkeit. Ja. Das ist, sind ja nicht nur Lungenentzündungen, es ist so ein Paket. Und das kann man wirklich anschauen. Ja. Also es ist immer, im Winter haben wir einfach mehr Sterblichkeit. Und jetzt die Frage ist jetzt, was hat die Pandemie beigetragen zu dem ganzen Geschehen? Ist eine gute Frage. Kann man auf Euromomo jetzt anschauen, kann man sich das Ganze anschauen. Und da gibt es Länderunterschiede, aber ich gebe dir schon recht, du kannst es temporär anschauen, also wenn man jetzt nur die letzten 10 Kalenderwochen in Österreich anschaut, vom Jahr 2020, dann haben wir, die letzten 10 Kalenderwochen haben wir ordentliche Übersterblichkeit, also weil diese Phase November, Dezember, ja, da war echt, da haben wir ordentliche Übersterblichkeit. Wenn man sich das ganze Jahr 2020 anschaut, ja, dann könnte man sich es wieder anschauen für über 65-Jährige und unter 65-Jährige oder über 85-Jährige oder keine Ahnung. Dann kann ich mir das anschauen pro 100.000 Einwohner, damit ich das Bevölkerungswachstum quasi mit abgebildet habe. Ich kann auch Alter standardisieren, weil die Bevölkerung auch älter wird oder der Anteil der Älteren steigt. Ja, so ist es halt. Und so weiter. Ja. Dann bleibt immer noch eine Übersterblichkeit und die muss ich halt auch korrekt kommunizieren, aber die liegt dann schon im einstelligen Prozentbereich. Und wenn ich dann, wie du sagst, noch längere Phasen nehme, ja, dann wird sich das irgendwie wieder ausgleichen. Ja. Faktum ist, auch das ist nur ein Parameter, Faktum ist, SARS-CoV-2 und die dadurch verursachte Erkrankung Covid-19 kann, und das wissen wir, wenn die Risikogruppen sich damit infizieren, und die haben wir inzwischen auch, und die sind halt in Gesellschaften, wo viele Menschen sehr alt werden, das ist ja was Gutes, aber für die ist eine Infektionskrankheit oder Lungenentzündung oft ein limitierender Faktor. Und die sterben halt dann auch mit 84, 83, auch 75. Es sterben auch jüngere Leute, nur sterben sie bei uns in Österreich, auch in Südtirol, viel, viel seltener. Ja. Also das Risiko von einem gesunden unter 65-Jährigen geht schon unglaublich, das geht schon fast in den Normalbereich. Ja. Also den auf Basis von anderen Infektionskrankheiten auch hat. Ja. Und ich möchte dabei jetzt ich hätte noch eine Zusatzfrage zu dem. Es geht ja letztendlich, und das hängt auch von einer Frage, die von draußen reinkommen ist, von der Doris Lanschner, die hat geschrieben, Kinder und Jugendliche ein gesundes Aufwachsen ermöglichen, wäre ein sehr wichtiges Ziel. Denn der Schaden, körperlich und vor allem psychisch, ist größer als der Nutzen. Du schreibst ja auch einmal in deinem 3 Punkte, wie viele gesunde Lebensjahre gehen,
durch eine negative Beeinflussung der Determinanten der Gesundheit, von Gesundheit, vor allem durch die Bildung, aber auch durch das Einkommen, durch das soziale Netzwerk und das ist ja ein großes Thema, Lebens- und Arbeitsbedingungen. Und das ist jetzt auch, weil viele verlieren ihren Job, sie werden arbeitslos, aber haben ihren Lebensstil damit verloren. Wie siehst du jetzt mal die Schule, das ist ein großes Thema und ja, der Einfluss auf... Also für die, bei den Kindern und Jugendlichen ist es auf keinen Fall verhältnismäßig, weil ja die... Ja. Die sind einfach mitgefangen, mitgehangen. Ja, also die sind durch Covid-19 nicht mehr bedroht als durch andere Erkältungs-, also durch SARS-CoV-2 nicht mehr bedroht als durch andere. Aber damit darf ich dich kurz unterbrechen. Ja. Wie siehst du dann die Diskussion, Schulen schon aufzumachen oder das Testen in der Schule? Du hast ja auch die Thematik gemacht, Testen in der Schule, bei den Volksschulen. Ja, hat das einen Sinn? Ich meine, ja, bei den Lehrern schon, aber nicht bei der Kitas oder beim Volksschüler selber, ja, nicht. Denn ich habe das, und das habe ich ja auch erlebt bei den Kindern, die mir dann eher verängstigen, denn sie wollen ja das nicht. Sie, mit einem Stapel an die Nase heranfahren, betreibe ich ja nichts anderes als Angst bei diesen Kindern. Das ist ein Trauma. Ja. Naja, gut, aber auf der anderen Seite kann man sagen, also Kinder akzeptieren sehr viel. Ja, also ja, die, ja, das schon, ja. Also die Masken finden es lustig und das Nasenbohren, ich glaube, dass die meisten Kinder das auch durchaus jetzt nicht so schlimm finden. Die Frage ist wieder nur, ist es verhältnismäßig? Ja, also ist es verhältnismäßig? Also was für Ziel verfolge ich damit? Mhm. Ja, was ist das Ziel? Okay, ich kann sagen, ich will damit, ich will Kinder finden, die einen positiven Test haben. Ja, was bedeutet der positive Test? Sage ich, unterstelle den Kindern, die sind infektiös. Also ich will infektiöse Kinder finden. Ja, was erreiche ich damit? Ja, ist der Aufwand, ja, den ich da treibe, ja, die ganze Energie, die ganzen Ressourcen, die da reinsteckt, ist es nicht gescheiter, dass ich das woanders investiere, weil ich da viel, viel mehr damit erreiche. Ja? Welche Sicherheit und welche Unsicherheit generiere ich damit? Ja? Wie viele Kinder übersiege und schaffe vielleicht eine falsche Sicherheit, die dann vielleicht mehr Schaden macht, als der Nutzen, den ich damit generiere? Also es sind so viele offene Fragen. Ja? Und ich hab mir das damals im Frühjahr mal versucht, näher anzuschauen, habe mich viel damit beschäftigt und bin dann zu dem Schluss gekommen, gleich wie die skandinavischen Länder, die das super begründet haben, gibt es tolle Begründungen. Mhm. Kindergärten und Volksschulen sollen von Maßnahmen bestmöglich verschont werden. Also nochmal, die Kinder in Kindergärten und Volksschulen sollen von Maßnahmen bestmöglich verschont werden. Das Punkt. Aus. Okay, das ist draußen, cool. Draußen spielen, lüften, alles okay, alles gut, alles toll. Ja. Aber ansonsten bitte lass die unter 12-Jährigen bestmöglich in Ruhe. Das skandinavische Modell finde ich super. Und zwar in allen skandinavischen Ländern, nicht nur in Schweden, sondern in allen skandinavischen Ländern. Die Pädagoginnen und Pädagogen sind eine andere Gruppe. Ja? Da musst du halt genau hinschauen, wie bedroht sind sie. Das haben die Skandinavier gemacht. Ja? Die gute Botschaft ist, sie sind deutlich weniger bedroht als andere Berufsgruppen. Sie haben ein deutlich unterdurchschnittliches Risiko. Ja? Naja, gut, ein Nullrisiko werden sie nie haben. Ja? Wenn du das Risiko noch minimieren willst, dann kannst du natürlich überlegen, was für Schutzmaßnahmen sind für Pädagoginnen noch geeignet, kann man sich überlegen, was passt. Ja? Aber auch die Gruppe muss akzeptieren, dass man ihr Risiko nicht auf Null reduzieren kann. Ja? Sie haben sich auch in den letzten Jahren alle möglichen Viren und Bakterien holen können, weil halt Kindergärten, das wissen alle, die Kinder haben, sobald die in der Kinderkrippe sind oder im Kindergarten, dann tragen sie halt auch Infektionen nach Hause. Ja? Und jetzt vielleicht an der Stelle, ja, weil ich das einfach immer so wichtig finde. Ja. Es war uns jahrelang vollkommen egal. Ja. Also wir haben die kranken Kinder zu den Großeltern gebracht. Ja. Es war uns wurscht. Ja. In Ordnung war es nie. Ja. Wir sind krank arbeiten gegangen, war nicht in Ordnung. Ja. Was ich krank vorgetragen habe und Leid unter den Studierenden gehabt haben, die gerotzt und gehustet haben und alle quasi da mit in dem Raum 3 Tage lang quasi zugewirrt haben, ja. Wir haben das akzeptiert, wir haben dann einen Tee gemacht und haben keine Ahnung, wie wir in Zukunft damit umgehen, ja. Aber wir werden da sicher, sagen wir, achtsamer werden müssen. So, das ist einmal das eine. Also in der Vergangenheit waren wir wahrscheinlich relativ unachtsam und vielleicht ein bisschen nachlässig, was das betrifft. Vor allem der Umgang, wie gehen wir als Kranker quasi zu Personen, die wir mit unserer Krankheit wirklich gefährden können. So, jetzt haben wir eine Pandemie. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht ins andere Extrem schlittern. Ja, also aus der Unachtsamkeit der Vergangenheit dürfen wir jetzt nicht plötzlich Hysterie machen, ja, die uns dann in der Gegenwart und in Zukunft, sondern es braucht einen vernünftigen Umgang. Und der vernünftige Umgang, ja, ist letztendlich auch immer eine individuelle Entscheidung. Ja. Also ich kann es nur von meinen Eltern sagen, meine Eltern sind beide 87, beide sind noch gut benannt, die haben einen vernünftigen Umgang und die würden sich den Umgang mit ihren Enkeln niemals nehmen lassen. Niemals. Also mein Vater niemals. Niemals. Der war es, er ist 87, er war sein Lebensendlich,
Okay. Er wird niemals die von seinen Enkeln bedroht fühlen. Niemals. Niemals. Und das muss man akzeptieren. Okay, natürlich kann man versuchen, das Risiko zu minimieren, indem man die Kinder vorher testet oder sich selber testet. Klar, kann ich mal machen. Aber ich distanziere sozusagen meine Kinder sicher nicht von ihren Großeltern. Ja? Okay. Und also verstehst du, was ich meine? Das ist aber ja, ich verstehe dich. Andere findet das großartig unvernünftig, mag sein, aber nochmal, die Entscheidung meiner Eltern... Ist eine individuelle Entscheidung. Sowieso. Und die overruled alles andere. Ja, ja. Ja, weil ich würde ihm ganz, den würde ich ganz viel Freude nehmen und ganz viel Dinge nehmen, wenn sie diesen sozialen Kontakt nicht haben. Und wenn es ein anderer anders löst, ist es auch okay. Ich habe jetzt, und ich denke, vernünftiger Umgang, das ist so wie ich in anderen Situationen im Verkehr, bei einer Skitour, am Arbeitsplatz, ich muss immer mir überlegen, welche gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Risiken gehe ich ein. Wenn ich meinen Job verändere, wenn ich eine neue Berufsherausforderung, habe ich auch immer Risiken. Manchmal sind es wirtschaftliche Risiken, manchmal sind es gesundheitliche Risiken. Ich muss immer eine Risikoabwägung treffen. Immer. Deswegen nochmal eine zusätzliche Frage an dich. Du hast ja schon gesagt, man braucht saubere Daten, gute Daten. Ja. Warum machen wir nicht berufsgruppenspezifische Datenerfassung? Ich denke zum Beispiel auch an die Künstler. Wir haben eine Gruppe von Künstlern, die haben wir jetzt beinahe ein Jahr weggesperrt. Warum darf ich nicht in ein Museum gehen? Großer Raum und so weiter. Ich kann ja das alles steuern. Aber ich weiß im Grunde nicht, habe ich dort ein höheres Infektionsrisiko? Ich weiß aber auch nicht, habe ich ein höheres Infektionsrisiko? Zum Beispiel bei einem Verkäufer, einem Laden, der ja auch seine Hygienestandards einfährt, seine Standards hat und sagt, in meinem Laden sind ein oder zwei Personen maximal drinnen, aber ich weiß nicht, sind dort, ist das ein Hotspot? Mir sagen, ihr dürft nicht verkaufen, weil. Das ist meine Frage, warum sind wir in einem Jahr nicht in der Lage zu sagen, alle Berufsgruppen haben wir durchgeschaut, haben deren Infektionsrisiko evaluiert, weil innerhalb eines Jahres kann es ja erheben und entscheide dann, mein Prozess, mein Vorgehen in der politischen Entscheidungsfindung. Ja, aber das wäre dieses Basisdatenset, was wir ja schon mal geredet haben. Das liefert ja zumindest einmal eine Einschätzung. Ja. Aber was vorher angesprochen worden ist, zum Beispiel so Museen, ja, und auch andere Bereiche. Also. Ich kann auch sagen, warum kann ich nicht zu einem Konzert gehen? Da kann ich mir sagen, okay, der Saal ist ja nicht voll. Genau, aber du kennst es genau. Also letztendlich ist es wieder eine Abwägung. Ja? Ja. Also wenn ich allein auf Skitour gehe, ja, dann habe ich ein null Infektionsrisiko. Ja? Mhm. Ja, also was soll da passieren? Ich bin allein unterwegs. Wenn ich mit einem Freund auf Skitour gehe, ja, und wir gehen, ist das Infektionsrisiko immer noch gegen null. Ja? Wahrscheinlich, wenn ich alles, was ich im Freien mache, hat ein minimales Risiko. Minimales Risiko. So, und jetzt musst du halt überlegen, welche Bereiche, und das machen wir ja, so ist es ja nicht, ja? Welche Bereiche haben jetzt ein höheres Risiko? Ja? Also in einer Tennishalle zum Beispiel. Also wenn ich in einer Tennishalle spiele, das Risiko ist niemals ganz null, aber es ist extrem gering. Ja? Ich kann es noch einmal, das geringe Risiko noch einmal minimal, also noch einmal kleiner machen. Vielleicht, weil ich im Eingangsbereich ein bisschen aufpassen muss oder in der Dusche oder es gibt keine Dusche, die wird nicht mehr geduscht. Ja? Aber was weiß ich kann es minimieren versuchen. Aber letztendlich ein Restrisiko bleibt, aber es ist vollkommen im akzeptablen Bereich. Ja? So, und jetzt kommst du in die Bereiche, wo du wirklich sozusagen ein hohes Infektionsrisiko hast. Das ist eine Bar, wo viel Alkohol getrunken wird, eine Diskothek. Ja? Ja, durchaus aber auch, wenn du mit einer infizierten Person oder infektiösen Person Auto fährst, ja, und du sitzt gemeinsam in dem ohne Fenster offen da drinnen, ja, hast du ein hohes Infektionsrisiko. Ja? Mhm. Also das gibt es ja also auch durchaus ein Seminarraum zum Beispiel, ja, wo 20 Leute sehr eng, schlecht belüftet. Ja? Also das ist die klassische andere Seite. Also da hast du ein hohes Risiko. Ja. Die Frage ist, kannst du es überhaupt minimieren, dass es in einen akzeptablen Bereich kommt? Ja? Oder ist es gescheiter, du lässt es einfach? Ja? Also du fährst getrennt mit dem Auto hin und geht dann die Skitour gemeinsam, ja. Es gibt halt keine Diskothek, die jetzt offen hat, ja? Oder keine Bar. Aber wir haben es nicht geschafft, das smarte Risikomanagement, das ist meine Meinung, wir haben es nicht geschafft, ja? Also wir hätten da viel smarter sein können, Museen zu schließen, wozu? Ja? Also wozu? Du machst ein Hygienekonzept und fertig. Sportstätten zu schließen, wozu? Ja? Du machst ein Hygienekonzept und überlegst da was, vielleicht eine sogenannte Mengenbeschränkung, also wir haben in der Kletterhalle zum Beispiel in Innsbruck, die mache ich halt den Pump voll,
sondern es sind halt vielleicht nur die Hälfte der Leute drinnen. Genau. Muss ich mal überlegen, wie viel Platz ich habe. Die Leute sind ja vernünftig. Ja? Ja. Dann überlege ich mir ein bisschen, was ich mit der Umkleide, ein bisschen ein Zugangs-, nur ein bisschen was nützt für, ja. Dann bin ich eher automatisch erfasst, weil du musst dich ja anmelden in einer Kletterhalle, dann weiß ich eh genau, von wann bis wann der drinnen war. Und wenn ich jetzt einen positiven Fall habe, kann ich die theoretisch sogar noch verständigen, dass da irgendwas war, ja, habe sogar eine Nachverfolgung. Also du hättest ein Konzept. Und warum plädiere ich so dafür, gerade solche Sachen offen zu halten, wie auch Kulturbereich, weil es für unsere Psychohygiene gut ist, weil es uns gut tut, ja, weil es alles, was uns gut tut, uns unser Immunsystem gut. Ja. Und das sind halt die anderen Seiten in einer Pandemie. Du musst auch die Ressourcen stärken, ja, die Resilienz stärken. Das ist auch noch gut gegen Pandemiemüdigkeit. Ja. Mhm. Wenn ich Leute halt gerne ins Museum gehen, die auf ein Konzert gehen, die sagen, ist mir wurscht, mache ich das halt so, wie es Sinn macht und das Hygienekonzept ist gut durchdacht und das Risiko nehme ich in Kauf. Null Risiko gibt es nicht, das weiß ich. Nehme ich in Kauf und dann mache ich das. Jetzt haben wir ungefähr eine Stunde und 5 Minuten diskutiert. Du musst um 19 Uhr ja weg sein. Ich hätte noch zwei Fragen sind reingekommen, die möchte ich schon anbringen. Und dann habe ich noch eine abschließende Frage mit dir. Da, vielleicht kann man ein anderes Mal wieder um eine Diskussion führen. Das werden wir rechnen. Das ist einfach fein. Nun, die Helene Innerebner hat Folgendes geschrieben. Welchen Sinn ergeben Masken bei Kindern, wenn bei einem positiven Fall in der Klasse alle zum PCR-Test gezwungen werden? Fragezeichen. Ja, also, und dann, mein Sohn hat zum Beispiel gesagt, er hat immer die Maske auf und mit einem infizierten Kind zuvor nie Kontakt gehabt. Sollte da nicht besser informiert agiert werden? Danke. Also ich habe, noch einmal, ich habe da auch eine ganz klare Stellung. Ich vertritt das, was das Institut für Public Health in Oslo vertritt. 1500 Mitarbeiter, Sie haben sich das genau angeschaut. Masken bei Kindern unter 12 Jahren, danke, geht nicht. Okay. Braucht man nicht. Nicht. Du schützt das Kind, das brauchst du nicht schützen. Das ist von SARS-CoV-2 nicht mehr bedroht als von anderen Erkältungsviren. Da müsste man jetzt bei jedem Rhinovirus, bei jedem Influenza, müsste man den Kindern Masken abtun. Also, das würde aber auch genauso danken, weil sie angehängt hat, ich brauche keinen PCR-Test in einer Klasse und bei Kindern unter 12 Jahren machen. Genau. Also Kinder unter 12 Jahren möglichst von Maßnahmen verschonen. Ja. Ich weiß, mir ist natürlich vollkommen bewusst, ein Kind kann ein anderes Kind anstecken. Natürlich kann ein Kind auch einen Erwachsenen infizieren. Natürlich spielen sie eine Rolle im Infektionsgeschehen. Die Frage ist nur immer, ist es verhältnismäßig? Ja. Wenn die Kinder Masken auf die Tour, noch einmal, ich habe es vorher schon gesagt, Kinder finden Masken witzig und das finden es lustig. Ich glaube nicht, dass die ein Problem damit haben. Ich glaube, dass es auch gesundheitlich kein Problem ist. Die Frage ist nur eher, ist es notwendig? Ja. Genau. Und ist es notwendig? Und auch das Testen von Kindern. Ich stehe auf dem Standpunkt, den lasse ich ja gern, sozusagen kann man gern drüber wissenschaftlich und da kann man Studien austauschen und da kann man auch drüber streiten. Mhm. Es ist mein Standpunkt, es ist auch der Standpunkt der skandinavischen Länder, die haben das gut begründet. Also es ist nicht mein individueller Standpunkt, sondern ein Standpunkt von mehreren Ländern in Skandinavien, unter 12-Jährigen von Maßnahmen zu verschonen. Ja? Okay. Bestmöglich. Und also wirklich nur im absoluten Ausnahmefall gut begründet, es zu machen. Ja? Das ist das Restrisiko, was du als Gesellschaft eingehst, aber das ist sozusagen das, was du den Kindern auch zurückgibst dafür, dass sie so viele andere Einschränkungen quasi in Kauf nehmen. Das ist quasi etwas, was man auch den Kindern und Jugendlichen, also unter 12-Jährigen auch, da sie auch die Freiräume müssen wir ihnen lassen, weil wir nehmen ihnen ja ganz viele andere Freiräume. Ja? Überlege mal, was wir den 12-Jährigen alles nehmen. Ja. Dann lassen wir ihnen doch ein paar Freiräume und schauen mal, dass die Pandemie auch in ihrem Kopf möglichst spurlos vorübergeht. Ja? Mhm. Also bei mir war es so, letztes, also meine Kinder, die gehen ja gerade noch Volksschule, die Pandemie ist in ihren Köpfen angekommen, wie dieses Nasenbohrentest angefangen hat. Nicht, dass sie ein Problem damit haben, aber in dem Moment haben die angefangen, über die Pandemie nachzudenken. Mhm. Und das habe ich total schade gefunden, weil man gedacht habe, Jetzt haben wir es irgendwie geschafft, privilegiert, wie wir sind, dass die relativ da, mein Gott, die haben das schon mitgekriegt, aber das sind ja noch Volksschulkinder, ja. Aber jetzt ist es in den Köpfen. Und damit färbt es die Kinder. Und das finde ich total schade. Das haben sie nicht verdient. Ja? Noch eine andere Frage noch, und das müssen wir fast angehen, die Impfung. Wie stehst du zur Impfung? Hat einer geschrieben, der Hansi Edelmund hat geschrieben, ich bin chronisch krank und habe eine starke Koliose mit aufgrund der Friedreich'schen Ataxie. Ja. Grippeimpfung habe ich nie vertragen, habe extreme Angst vor Corona-Impfung. Was soll ich tun? Er wäre ja im Grunde aufgrund seiner Grunderkrankung eine Risikoperson. Ja, also wenn einer Impfungen wirklich schlecht verträgt, dann muss man mal schauen, warum er sie schlecht verträgt. Das ist ein Mediziner in mir. Die Impfungen haben oft ähnliche sozusagen Substanzen drinnen. Das hat mit dem eigentlichen Impfstoff nichts zu tun, sondern es sind diese Trägersubstanzen, die einfach die Immunreaktion triggern oder einfach notwendig sind als Konservierungsstoffe.
Das muss halt man sich anschauen. Also wenn einer auf Impfungen schlecht verträgt, was immer das bedeutet, muss man auch fragen, was es genau war. Aber wenn jemand einmal sagt, also das würde ich mir auf jeden Fall anschauen. So, Impfungen. Wie stehe genau, ich Impfung, genau. Wie stehe ich zu Impfungen? Ja, also als Mediziner und Gesundheitswissenschaftler bin ich sehr impfaffin. Ja, also das sage ich ganz offen. Also ich halte Impfungen für eine der größten Errungenschaften im Bereich der Arzneimittel. Ändert aber nichts daran, dass Impfungen effektiv, also wirksam und sicher sein müssen als Arzneimitteln. Ich vertraue auch den Zulassungsbehörden, also jede Impfung, die zugelassen ist von der Europäischen Arzneimittelbehörde, genießt auch mein Vertrauen. Ich sage das einfach so, wie es ist. Und Impfungen sind in skandinavischen Ländern bei weitem nicht so emotional, sondern die vertrauen einfach den Behörden. Wenn die Behörde das zulässt, dann ist das für die Bevölkerung auch in Ordnung. Und das, wenn das begründet ist, dann wird das akzeptiert, ob das Kinderimpfungen sind oder jetzt diese anderen Impfstoffe. Also ich halte die mRNA-Impfstoffe für also überraschend, wie schnell die gekommen sind. Ich weiß aber warum, da war sehr viel der Technologie schon vorbereitet. Da haben ganz viele mitgeholfen, da war auch viel Geld im Spiel, muss man auch dazu sagen. Und es sind sehr wirksame Impfungen. Ich glaube, es sind auch sehr sichere Impfstoffe. Jetzt brauchen wir es nur in ausreichender Menge sozusagen auch noch bei uns. Und AstraZeneca ist der nächste Impfstoff, ist ein bisschen das Problem, dass in der Kommunikation wahrscheinlich noch besser kommuniziert hat sollen, dass diese Impfreaktionen doch etwas sind, das die Leute nicht überraschen sollte. Ja? Und da hat man jetzt, glaube ich, schon ein bisschen gelernt. Ja? Und ich glaube, der AstraZeneca-Impfstoff ist jetzt der Impfstoff, den man sich, wo man wirklich auch schauen soll. In Norwegen haben es zu hochbetagt geimpft. Die haben quasi die Impfreaktion nicht ausgehalten, muss man ganz offen sagen. Die sind wirklich an der Impfreaktion verstorben, waren aber wirklich unglaublich hochbetagte Gebrechenmenschen. Und die norwegische Gesundheitsbehörde hat gesagt, das hätte man nicht machen sollen. Ja, das war einfach nicht klug. Sie haben es aber offen kommuniziert, transparent kommuniziert. Okay. Das ist aufgeklärt und ehrlich aufgeklärt. Dann die Frage ist ja immer, warum reagieren manche heftiger, manche weniger heftig? Das ist für mich immer noch nicht ganz klar. Und also wir haben an der Meduni Graz und an der Krankenstandgesellschaft sind reihenweise Leute in den Krankenstand gegangen nach der Impfung, jetzt vor einer Woche. Also es war schon heftig, ja. Aber nur auf AstraZeneca oder? Nur auf AstraZeneca. Genau. Also die anderen haben schon auch, also da war schon auch eine Impfreaktion, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist, muss man ja sagen. Ja. Ja. Ist ein gutes Zeichen. Aber bei AstraZeneca war das schon zu viel des Guten. Also die Zytokinsturm löst man ganz schön aus. Okay. Nein, aber so viel zumindest, dass die nicht mehr arbeiten können. Okay. Ja. Und da haben wir jetzt mehrere Fälle gehabt, nicht nur in Österreich, sondern in Europa. Und da muss man sich genau anschauen, warum das ist, ja, ob man da nicht Leute geimpft hat, die schon Antikörper gehabt haben, dass das vielleicht der Grund war oder dass vielleicht auch von der Dosis her was verändert werden muss. Und also viel. Deswegen meine Frage an dich noch kurz. Müsste man nicht oder sollte man nicht hergehen, um diese Impfdosen auf mehrere Leute zu verteilen? Wie die Engländer sagen, ich ziehe sie etwas raus, die 3 Monate, ich wiederhole in 3 Monaten bei dir. Ne? Das Erste. Und das Zweite ist, ob man sagt, ich habe schon immunisierte Menschen, nachdem sie schon infiziert worden waren, dass du sagst, ich hole bei denen mir den Antikörper und schaue immunologisch, bist du in Ordnung, und stelle ihn dann zurück. Und damit habe ich eine Priorisierung. Ich meine, in der Schweiz weiß ich, einige Kantone machen das so, um damit eine breitere Bevölkerungsgruppe zu impfen. Also es ist super schlau. Also der Stefan Pilz, ein Kollege von der Meduni Graz, hat ein super Paper dazu geschrieben. Genau. Das haben wir mit der Stanford-Universität und der hat da ganz klar gesagt, wir haben wahrscheinlich in Österreich, ich sage jetzt mal 1 Million, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr Personen, die schon Antikörper haben. Genau. Also die zu impfen, sollte man zurückstellen, ja, vor allem wenn sie vielleicht auch nur Nebenwirkungen haben. Also ist auch nicht notwendig. Vielleicht brauchen sie auch nur eine Impfung, eine Boosterimpfung, das ist ja auch noch was. Also jene, die hohe Antikörperdichte haben, brauchen wahrscheinlich jetzt einmal gar keine Impfung. Mal schauen, wie lange nicht. Aber jene, die so Antikörper haben, vielleicht brauchen nur eine Boosterimpfung. Und jene, die gar keine Antikörper haben, die brauchen nur die Impfung, so wie es in den Studien vorgesehen ist. Ja? Okay. Ob man das dann in die Länge zieht, bei AstraZeneca kommt ja nur dazu, dass sie ja in der Studie zufällig den Fehler gemacht haben, dass sie nur eine halbe Dosis gegeben haben. Aber in der Gruppe war der Impfstoff ja wirksamer als in der Gruppe, die die ganze Dosis gekriegt hat. Okay. Das ist ja irgendwie spannend. Ja? Also wie immer, da lernen wir sicher noch. Aber auf deine Frage, natürlich sollten wir die Antikörper bestimmen, bevor man in eine Impfkampagne geht, vor allem jetzt, wo Impfstoffe noch knapp sind. Ja? Genau. Weil Stefan Pilz hat so ausgedrückt, er hat gesagt, schau, wenn ich 500 Impfdosen habe und ich habe 500 Leute, die schon Antikörper haben und 500 Leute, die noch keine Antikörper haben, wen werde ich impfen?
Ja, wenn wir, natürlich die ohne Antikörper. Also, und um das zu wissen, musst du halt vorher die Antikörper bestimmen. Außerdem glaube ich, dass viele Leute das auch gern wissen würden. Und es ist jetzt nicht so teuer. Ja? Und viele Labors können es machen. Natürlich ist auch dieser Antikörpertest nicht ganz perfekt, aber er ist gut genug, dass man es macht. Ja? Und ja, also das ist, wie gesagt, ich bin sehr impfaffin und wir werden da sicher noch einige, was ich noch sagen wollte, es sind über 60 Impfungen aktuell in Phase 3 Studien. Phase 3 Studien sind Zulassungsstudien. Also wir werden da jetzt einen Impfstoff nach den anderen sehen, der sich um Zulassung bemüht. Und wir werden wahrscheinlich im Mai, Juni nicht aus 3 Impfstoffen auswählen können, sondern aus 6, vielleicht sogar 10. Ja. Also und die sind doch verschiedene Arzneimittel und da muss man ganz genau schauen, wer ist am wirksamsten in der hochbetagten Menschen, wer ist wirksam bei dieser Gruppe, Sicherheitsprofile anschauen. Mhm. Und da wird man sich ganz viel noch Daten wieder, aber da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass uns das gelingt. Ja. Okay, wir haben 18.30 Uhr fast eine Stunde und ein Viertel miteinander geplaudert. Ich hätte noch ganz, Martin, eine Frage an dich, abschließende Frage, dann lasse ich dich heute. Danke für die Zeit zum ersten Mal, dass du mir die gegeben hast und uns. Eine abschließende, ganz persönliche Frage an dich, die du als Gesundheitswissenschaftler und damit eine umfassende Sichtweise auf das Pandemiegeschehen einnimmst. Wie glaubst du, wird man in 10 Jahren aus der Distanz auf diese Covid-19-Pandemie und den Umgang mit ihr, vor allem als wissenschaftlich, auch gesundheitlich und politischer Perspektive schauen? Also ich hoffe, dass wir in 10 Jahren ganz viel analysiert und gelernt haben. Und ich glaube, das, was wir, wo wir sicher den Kopf schütteln werden, ist, wie konnte es uns passieren, dass ein Erkrankungsgeschehen so politisiert worden ist? Okay. Danke für das Statement. Mhm. Ja. Recht herzlichen Dank, Martin, für das Statement, was du jetzt gegeben hast. Das ist für mich ganz wichtig. Ja. Ich wünsche dir alles Gute in Graz. Bleib gesund. Ja, danke. Wir Skifahren auch. Und vielleicht sehen wir uns bald wieder, sei es nun in einem Interview oder vielleicht auch direkt in Bozen zu einem wissenschaftlichen oder auch sonstigen Austausch. Danke nochmals. Danke. Schöne Grüße nach Graz. Tschüss. Ganz danke für die Einladung. Ja. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao.